Ja, dann darf ich Sie recht herzlich zu unserem 25. Arbeitskreis zum Jahresauftaktveranstaltung 2013 Pauschalaudierte Unterstützungskasse recht herzlich begrüßen. Wir sind heute eine relativ große Zahl, eigentlich verstreut über das ganze Bundesgebiet von Hamburg bis zum tiefsten Süden. Es fehlen auch noch welche, ein paar sind durch den Schnee liegen geblieben, von Dresden bis zum Saarland, also quer durch die Republik. Was wir heute vorhaben, was ich mit Ihnen vorhabe, es sollte natürlich geprägt sein von Diskussionen und so weiter, aber ich habe das Motto mal oder den Arbeitskreis und das Motto gestellt, wir wollen nicht mehr Partner, sondern unseren Partnern mehr bieten. Und das ist das, wo wir im letzten Jahr begonnen haben, einiges zu verstärken, einiges an Service, auch was draußen vor Ort ist, was wir auch vom Backoffice neu einführen. Ich möchte Ihnen vorstellen, was hier einfach nutzt. Ja, vielleicht zur Agenda ganz kurz. Was neu ist, also Änderungen in Hochrechnungen, in Angeboten, in der Präsentation, in Nutzendarstellungen. Ich bin in den letzten Wochen selbst ein paar Mal mitgegangen, habe ein paar Partner begleitet, habe Unterlagen anders aufbereitet, auch umfangreicher aufbereitet, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, den ganzen Bereich. Neue Marketingunterlagen, da wird Herr Jorgic sprechen, was wir da haben, was da für draußen für den Kunden zur Verfügung steht, was Ihnen zur Verfügung steht. Wir haben dann an animierten Akquisefilms und einen Testimonialfilm, den heute in der ersten Entwurfsfassung zeigen wird. Wir haben dann das Thema YouTube-Unterstützung bei wichtigen Fragen. Was kann man da zwischenzeitlich tun und bieten und den Kunden, den Mandanten schicken? Ein Großteil sollen sein Erfahrungsberichte. Wir haben hier Partner, wie gesagt, aus allen Regionen, U-Kassenvorstände oder Vertreter auch von anderen Unterstützungskassen, dass wir uns hier wirklich austauschen. Was hat man für gute Erfahrungen gemacht? Was macht Sinn? Wo waren die besten Erfahrungen? Wir haben da einiges zu berichten aus dem letzten Jahr. Und natürlich, was nicht zu kurz kommen sollte, Diskussion, was bei Ihnen am Herzen liegt, Fragen, was Probleme waren, was Schwierigkeiten waren, was einfach Themen waren, über die man reden sollte. Das sind also die Themen, die ich durchsprechen möchte.